Okay, und damit sind wir wieder zurück zu Minecraft Hardcore. Wir sehen, wenn es nicht laggt, dass sich ein bisschen was verändert hat. Ich habe noch ein bisschen mit vor allem visuellen Mods rumgespielt. Da seht ihr jetzt auch was. Ich erkläre das alles, wenn es drauf kommt. Was wir hier zum Beispiel sehen, ist, wir sehen mein Spielermodell, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein wird, aber hilft, wenn wieder zum Beispiel kommt, dass ich die Eisenrüstung tragen muss, weil ich dann hoffentlich auch ein besseres Gefühl dafür habe. Das Texturenpack wird auch überschrieben, weil ich jetzt eine Mod drin habe, die dafür sorgt, dass hier die Hotbar, nicht die Hotbar, die Rüstungsleiste zeigt jetzt an, was für Rüstung ich trage und ob da Enchantments drauf sind und sowas. Das hat natürlich das Texturenpack jetzt nicht berücksichtigt, aber sei es drum. Und zum Beispiel, ich kann mich noch bewegen, wenn das Inventar offen ist. Also Kleinigkeiten. Was man zum Beispiel jetzt auch gerade gesehen hat. Ich habe jetzt leider keinen Block, mit dem ich das demonstrieren kann. Womit kann ich das demonstrieren? Das werden wir nämlich hier wahrscheinlich nicht gut zeigen können, aber. Hier. Nehmen wir mal die hier. Ich kann damit, wenn ich habe das jetzt mal auf Shift gelegt. Wie ihr seht, kann auf die Unterseite zielen. Aber da die Blöcke platzieren, das ist vor allem zum für Treppen bauen sehr gut geeignet. Dann habe ich noch ein ähnliches Feature. Das sieht genauso aus, aber das ist dafür da, wenn ich zum Beispiel Hopper platziere oder Pistons, dass ich die direkt korrekt ausrichten kann und nicht erst irgendwie in der richtigen Richtung stehen muss, weil manche Blöcke zeigen ja in die entgegengesetzte Richtung und andere zeigen zu dir, wenn du sie platzierst. Und damit haben wir das Problem einfach gar nicht. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ist es vielleicht besser, wenn wir mal an einen Ort gehen, wo es nicht so laggt? Denn ich habe euch was anderes zu zeigen. Irgendwie wird hier die Framerate auf einmal schlagartig besser. Das ist sehr, sehr komisch. Aber immer noch keine gedroppten Frames, das ist gut, weil ich habe vorhin zwei Anläufe gehabt, wo ich schon mal den Starting Screen zeigen wollte und irgendwie 50% der Frames verloren gehen. Und ich weiß nicht, woran das lag, weil ich das sonst eigentlich nie habe. Aber noch ist alles korrekt. So, und zwar, ich glaube, ich habe beim letzten Mal auch kurz darüber gesprochen. Ich hatte eigentlich gehofft, das anders lösen zu können, aber ich habe für den Nether Karten erstellt. Und zumindest mal damit angefangen. Ja, wie man sieht, sieht man nichts, weil die Karte halt nur die Decke zeigt. Das ist alles auch nur sehr bedingt aussagekräftig. Aber ja. So, das heißt, wir können jetzt hier mit den Karten ein bisschen erkunden. Und hoffentlich noch eine Bastion ausfindig machen. Mit Magma Cube Spawner, bitte. So, das heißt, wir brauchen wieder Kartografie. Ich habe Stack Refill also jetzt ausgeschaltet, also wenn ich die jetzt platziere, wird die andere weiße Shulker Box nicht in mein Inventar gelegt. Aber ich habe mich noch mal ein bisschen mit der Inventarmod befasst. Also ich weiß jetzt ein bisschen mehr, wie das funktioniert. Jetzt habe ich auch hier Sachen jederzeit rausnehmen. Was ich noch nicht so ganz raus habe, ist, wie ich gezielt Sachen zurücklege. Also was ich machen kann, ist hier in einen freien Slot. Dann nimmt er, glaube ich, aber die erste Schulkerbox in meinem Inventar. Das ist halt jetzt in dem Fall die blaue. Und legt sie da in den ersten freien Slot rein. Das ist eigentlich nicht so das, was ich haben wollte. Aber da ich jetzt ein bisschen mehr Freiraum damit habe, habe ich gedacht, ich packe zum Beispiel auch Enderperlen mal in die Hotbar. Oder zumindest hier ins Inventar. Genau, und was ich überlegt habe, wir können auch den Bogen, ja, wenn wir bauen, brauchen wir den Bogen ja nicht, dann können wir den auch zeitweise mal gegen Werkzeuge austauschen. So, ihr sterbt bitte. So. Was ich aber eigentlich haben will, ist das hier. Okay, das ist natürlich jetzt auch etwas ungewohnt. Das gefällt mir nicht so ganz, to be honest. Ich meine, es ist irgendwie cool, aber es ist nicht praktisch. So, die Frage ist, wo war Bastion 1?
glaube, die erste, die wir gefunden hatten, war in der Richtung, richtig? Ich musste mich wieder erinnern, wo die beiden Bastionen waren, die wir vorher gefunden hatten. Und eine ist ja hier in der Richtung. Aber ich glaube, das ist nicht korrekt. Das ist in der Richtung müssen wir uns bewegen. Genau, das ist die erste Karte, die ist bei dem Portal da drüben gemacht worden. Nur zeigen wir jetzt gerade auch in die falsche Richtung, weil Norden ist da. Ich merke auch gerade, Moment. Ich sollte vielleicht auch, wenn wir Minecraft streamen, die Minecraft-Zuschauerbelohnung aktivieren. So, den Rest machen wir heute sowieso, haben wir gar nicht keine Zeit für heute, deswegen, aber ich habe eine noch neu dazu. Nämlich mal sehen, ob das jemand nutzt. Na, ich verrate es nicht. Aber vielleicht nutzt es ja jemand im Stream. So, hier sind wir jetzt. Das ist halt mega uncool. Ich kann jetzt die Karte nicht sehen, während ich im Flug bin. Das ist natürlich praktisch. Also to be honest, ich weiß gerade nicht, ob mir nicht die Mod gerade ein bisschen zu invasiv ist. Weil eigentlich wollte ich nur, dass sie mir anzeigt, wo hier und so ist. Also, dass ich runtergucken kann und ich sehe meine Beine. Ich wollte eigentlich nicht, dass es alle anderen Animationen überschreibt. So, Bastion 2. Ne, Bastion 1 ist da drüben. Genau, Bastion 2 war auf der anderen Seite. So, da sind Fackeln von mir. Okay, wenigstens zeichnet die Karte normal auf. So, warte mal kurz. Boom. Den. So, das sehen wir nämlich jetzt zum Beispiel auch hier unten in der Hotbar. Ich muss sagen, dass das eine wesentlich elegantere Lösung ist, um an Items und Schulkerboxen ranzukommen. Ich würde nicht behaupten, dass es schneller ist, vor allem wenn man es nicht gewohnt ist. Aber es ist halt wesentlich intelligenter vor allem. Eleganter als ins Inventar gehen, das in die Hotbar packen, das Teil platzieren, aufmachen, rausnehmen, wieder abbauen und gucken, dass es auch wieder ordentlich an die Stelle im Inventar gegangen ist, wo es hin soll. Also, ja. So, da war die eine Netherfestung. Die bringt uns jetzt aber gerade noch nichts. Gibt's hier in der Nähe irgendwo noch eine Bastion? Ich habe auch schon eine Vorstellung, was wir mit einer Bastion so vom Umbau her ausmachen können. Von daher darf sie auch ruhig ein bisschen weiter weg sein vielleicht, aber auch nicht zu weit weg. Ja,
Ja, da sind Magma Cubes, aber es ist kein Magma Cube Spawner. Wow. Natürlich geil, dass man durch die durch das veränderte Spielermodell nicht so viel sieht wie sonst. Ja, natürlich, du spawnst natürlich auch direkt vor meiner Nase. Ist klar. So, jetzt weiß ich gerade leider nicht mehr, in welcher Ausrichtung ich fliegen muss, damit ich die Karte weiterfülle. Okay, spielt keine Riesenrolle. So, da war das Warp-Biom. Ein Basalt-Delta. So, die ganzen Lavaströme, die runterkommen, machen natürlich deutlich, dass wir hier noch nicht waren. So, hier sind wir zu weit. Ist das immer noch so, dass wenn man Zombie-Pikmin, wenn man die one-hittet, dass die anderen nicht aggressiv werden? Weil ich brauche unter Umständen ja Reparatur für meinen Elytra. Ich weiß, ich bin ein schrecklicher Mensch. So, hier ist nochmal eine Festung. So, was haben wir hier? Eine Lücke. So, das ist aber nicht die Struktur, die wir suchen. Wow. Not gonna lie, ich weiß nicht, ob ich so amused bin mit dieser neuen Art der Steuerung. Einfach weil die ganzen anderen Animationen, wobei ich nicht weiß, ob das komplett mit der First Person... Nee, ich glaube, das war noch eine andere. War das Not Enough Animations? Weil ich glaube, ich werfe da gerade zwei Mods zusammen. Das ist natürlich nicht so günstig. Wow, nicht die Raketen verschwenden, bitte. So, wenn das mal keine knappen Manöver sind, die ich hier teilweise fliege.
Sie, wir können das hier halt nicht so schön abfliegen. Wie, oh, was ist das? Könnte das, ist das Basalt? Ne, das ist ein Basaltdelta, oder? Ist das Lava, die da leuchtet? Das müssen wir uns gerade mal ansehen. Aber ich will mal ganz kurz. Not enough animations, da. Eat drink animation, tweak elytra flying. Naruto running. Was? Gibt's hier irgendwas für... Was soll das? Makes the player hold up items... Like they're looking at them. Und was tut das? Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Nee. Das? Nee, das ist auch nicht, das ist so. Er soll einfach nur die Karte ordentlich mir einblenden. Verdammt, wieso wird das mit Mods eigentlich immer nur schlimmer und nicht besser? Irgendwie bin ich gefühlt ja auch der Einzige, der Karten halt so nutzt, wie ich sie nutze. So, pass auf, Holding Up Mode, Config Items, das war das, was wir ursprünglich hatten. So, jetzt will ich das aber sehen, Naruto Running. Okay, ja, das ist wundervoll. Das ist wundervoll. Ich habe zwar Naruto nie geguckt, aber ja, es ist super. Okay, das hier ist keine Bastion, das ist ein Basalt-Delta. Wobei das natürlich ein geiler Ort wäre dafür. Waren Basalt-Deltas nicht Magma Cube City? Ich würde gerne sagen, dass ich noch weiß, wo wir sind, aber das kann ich nicht sagen. Das Ding ist, dass dadurch, dass wir die Karte nur sehen, wenn wir auf dem Boden sind. Warte, das liegt aber, glaube ich, an der Elytra. Hey, Jaume, willkommen zum Stream. Ich glaube, das liegt aber an der... An der Elytra-Animation, ne? Weil die geändert ist. Trick Elytra Flying. Wenn das... Nee, daran liegt's nicht. Ich glaube, durch den Naruto-Run sehe ich auch die, die Karte nicht, wenn ich sprinte. Wo ist so Elytra Flying? Gibt es nicht irgendwie eine Chance, dass ich die im First-Person-Mode die Sachen einfach, dass meine Arme da bleiben, wo sie sind? Holding up offset. Oh.
Also fürs normale Spiel finde ich das ja super, aber. Aber jetzt hier für den Zweck finde ich das gar nicht so geil. Also ich weiß nicht, ob ich die Mod behalten will. Ich sollte vielleicht auch mal gucken, dass ich die, dass ich die den Feuerschutztrank in meiner Hotbar behalte. So, jetzt sind wir bereits in der Ecke. So, wie ging es jetzt hier raus? Also das ist doch das Bein von einer oder die Säule von der Neta-Festung wieder. Boah, ich lebe hier gerade echt gefährlich. Wow, okay, jetzt geht's aber los hier. Stimmt, im Warp-Biom wird der Nebel blau. Liegt, glaube ich, in dem Fall am Texture-Pack. Aber es hilft natürlich nicht dabei, eine Bastion zu finden. Aber wie viele Neta-Festungen wir hier finden. Weißt du, als wir am Anfang gesucht haben, haben wir ums Verrecken keine gefunden, beziehungsweise nur eine, die keine Neta-Warzen hatte. Jetzt finden wir gefühlt alle 2 Meter eine, aber keine Bastion. Da ist noch ein... Das sind einfach 2 Neta-Festungen gefühlt keine 100 Meter voneinander entfernt. So, die Welt lädt gar nicht schnell. Das ist, oder? Das ist doch eine. Das ist eine Bastion. Und nee, das ist eine Felsformation. Oder? Nee, das ist keine Felsformation. Das ist eine Bastion, aber eine ganz komische. Wie sieht die denn aus? Also eine Bastion ist es. Das kann man nicht leugnen. Okay, er tauscht also das Item. Aber was ich jetzt gerne wissen will, ist, gibt es hier einen Spawner? Ich finde es jetzt auch gerade gar nicht so... Nicht so geil, dass wenn ich jetzt Shift klicke, dass dann automatisch die Baugeschichte ist. Pass auf, ich mach das mal kurz.
Ich mache das doch kurz aus, weil wir es doch im Moment nicht benötigen. Nein. Und zwar Tweaks. Placement. Jawohl. Aber das mit dem First-Person-Model. Es sieht cool aus, aber ich bin gerade überhaupt kein Fan davon. Haha, ihr wisst nicht, wie ihr zu mir hinkommen sollt. So, wie lange dauert das, bis die wieder... bis sie mich wieder mögen? Also, du scheinst nicht aggro auf mich zu sein, du aber... Aber das hier sieht auch nicht nach der Art von Bastion aus, die wir suchen. Das ist eher eine Billow-Bastion. Die ist auch winzig. Sonst hätten sie irgendwie nur eine halbe Bastion generiert. Warte, da geht's noch weiter, oder? Oder ist das der Boden? Sag ich nicht, die ist halb im Boden einbetoniert. Wäre ich nicht so ein Fan von. So, hier drin mache ich mir jetzt gerade weniger Sorgen um. Lava. Na, wieso verschiebt sich ständig, obwohl ich nichts mache? Meine Auswahl in der Hotbar. Ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Maus jetzt inzwischen anfängt, Phantomsignale zu schicken. Also zumindest das Mausrad. Aber ich würde mal behaupten, das ist auch nicht die Art Bastion, die wir suchen. Das Ding ist einfach nur lame. So, eigentlich brauchen wir das Ding nur zu looten oder drauf zu gehen im Idealfall und dann fliegen wir weiter. Aber wir haben auch nur zwei der Brutes getötet. Wo ist der dritte? Außer der dritte hat sich schon vorher durch Lava oder sowas ins Jenseits befördert. Seid ihr jetzt angerufen, nicht auf mich oder nicht? Ich habe euch keinen Grund gegeben. So, hier sind sogar zwei Kisten nebeneinander generiert. Aber ansonsten ist das ziemlich lame. So, tschüss, goldene Axte. Okay, ihr wisst gar nicht, wie ihr hier hinkommt. Banner-Pattern. Eine Diamantschaufel. Ein Smithing-Template und noch ein Banner-Pattern.
So, ich muss auch mal einen Crossbow herstellen, also einen richtigen. Mit Verzauberung und allem. Schon wieder eine. Sag mal, wie viele von den Festungen wollt ihr noch generieren? Und warum die ist auch noch richtig groß? Ist das die. Sind das zwei, die hier. Das sind doch zwei, oder? Das sind zwei, die nah beieinander generiert sind, oder ist das eine große? Das da, ich glaube, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wenn die so offen sind. Wenn die so offen sind, dann haben die doch, meine ich, einen Magma Cube Spawner, oder nicht? Aktiviere Ultra Hardcore. Dein Ernst? Du weißt, was das bedeutet. Pass auf, das muss ich hier gerade, aber logistisch ist das gerade eine Herausforderung, weil mein Inventar voll ist. Was bedeutet das denn? Dass ich jetzt erstmal eine Beacon bauen muss. Das bedeutet das. Und ganz ehrlich, es bedeutet auch, dass ich am liebsten erstmal diese First-Person-Model, kann ich das deaktivieren? Das geht. Ja, stimmt, das hatte ich deaktiviert. Auf der Grundlage, dass das total weird aussieht. Das Ding ist, wenn ich normal funktionierende Hände haben will, dann laufe ich halt irgendwie seit so einem Strich durch die Landschaft, der keine Arme hat. Pass auf, ich muss erstmal gut was trinken. So, pass auf. Dann, du hast Rüstungs-Downgrade, hast du auch gemacht. Aber nicht Schwert-Downgrade, wie ich sehe. Pass auf, das Inventar muss ich mal ganz kurz erstmal sortieren. Pass auf, Pfeile benötigen wir nicht. So, dann Rüstungsdowngrade. So. Nee, Moment. Schulkerbox gehört da, die Ender Chest gehört da rein. Dann. So, dann können wir jetzt hoffentlich auch im Flug wieder unsere Karte nutzen. Dann brauchen wir einmal Open to LAN. Allowed Sheets wäre wichtig. Dann Stash Game Rule Natural Regeneration Vault. Dann speichern wir die Welt einmal.
Und dann merke ich, dass ich die E-Chest doch wieder brauche. Weil da meine Sachen für Bedrock-Zerstörung und für Beacons drin sind. So, wieso zeigt er am an, dass die. Nee. Hä? Okay, das sieht aus, als wäre. Nee, der hat die Hardcore-Herz, diese Maserung, hat er auf den Rüstungsteil drauf gemacht. Deine Rüstungsanzeige sieht was noch aus. Ich habe Retrieren ausgelöst. Ja, Moment. Ich habe gerade schon getrunken. Lass mir mal kurz eine Minute zwischen Hydrieren, ja? So, meine Rüstungsanzeige sieht anders aus, weil ich eine Mod drin habe, die. Die Rüstungsanzeige so verändert, dass sie mir auch anzeigt, was ich an Sachen tatsächlich ausgerüstet habe. Und auch, was für Enchantments drauf sind. So, ich frage es, ich möchte mich jetzt eigentlich nicht grob zu weit aus dem Fenster lehnen. 77. Wenn ich das auf 80 setze, dann hat er eine Reichweite von bis Y30 nach unten. Ich weiß halt nicht, wo die Lavadecke ist. Okay, das reicht gerade so bis zur Lava. Okay, da ist ein Brute. Huah! Ach du Scheiße, guckt euch das an. Guckt euch an, wie viel Damage der reingehauen hat. Das waren doch jetzt 5,5 Herzen. Nein, du brauchst keine Beacon. Nein, nein. Brauchst du nicht. Wie kommst du auf die Idee, dass du die brauchen könntest? Wenn du mit Eisenrüstung und ohne natürliche Gesundheitsregeneration in eine Bastion gehst. Denn selber sollte, dass du diesen Stream überlebst. Mhm. Wir gehen aber da keine Wette ein. Zumindest keine mit Einsatz, der dir irgendwie ermöglichen würde, dass du die Facharbeit nicht lesen musst oder sowas. So, wo kämen wir denn da hin? Kommt ihr hier runter? Nein, aber du kommst her. Uff. Bin ich ja gar kein Fan von. Mir geht es nicht darum, diese Bestrafung richtig zu machen. Nein, dir geht es darum, dass ich leiden soll. Sprache Lolcat. Moment. Language. So, shiny block of green stuff. Oh mein Gott. So, wir sind auf Level 56, das ist okay. Dann.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die Gast stören ein bisschen. So, dann haben wir hier. Okay, die Bacon heißt einfach Bacon. Sag mal. Jetzt ist aber mal gut. Hast du diese Sprache schon mal benutzt? Nein. Deswegen habe ich es ja drin, damit ich Sprachen lerne. Aber ich meine, das finde ich das ja so lustig. Das sind ja auch so Sachen wie Klingonisch dabei. Oder Piraten. Ich muss sagen, okay, so bin ich mit der First-Person-Mod doch einverstanden. Was habe ich hier gemacht? Oh, richtig, ich habe 11x11 gemacht, ne? Hier könnte ich, glaube ich, sogar theoretisch eine 9er-Beacon platzieren. Das ist natürlich nicht das, was ich haben wollte. So. Primary Power und Secondary Power. Wow. Aber keine von ihnen. Gut, das kann natürlich auch nicht funktionieren. So, pass auf. X1161 bis 1163 und Z1380 plus 1379. Okay, Seelenerde, das habe ich jetzt nichts unmittelbar gegen die einzusammeln.
Creative, wie viel Nutzlosium besitzt du jetzt eigentlich noch? Hat Scaffolding eine Hitbox? Scaffolding hat keine Hitbox für... Okay, das Zeug ist durchlässig für Gastfeuerbälle. Das wusste ich zum Beispiel jetzt noch nicht. So, also die zwei. Geht es vielleicht sogar ohne, dass wir Bedrock löschen müssen? Das wäre natürlich praktisch, weil wir dann nicht den ganzen Weg wieder hier hin müssen. Warte, das habe ich jetzt falsch gemacht. Also der Beacon-Strahl ist leider ein bisschen sehr intrusiv gerade, finde ich. Gold Apple, oh wow. Und Skepp. Diese Sprache ist einfach nur wow. Habe ich da jetzt was vergessen oder ist. Wait a minute. Client, oh wow. Discontinuous Beacon Beams, warte. Ja, da habe ich was vergessen. Aber funktioniert nicht. Okay, gut. Wir brauchen auch jetzt hier nicht unbedingt Haste. Also deswegen gehe ich jetzt nicht drauf. Warte, Beacon. So, machen wir die wieder an. Dann Resistance. Oder wie sie erst nennen, Resistance. Dann haben wir Power. Time Lords Buffet, was? Bunny Cat? Hast du lustige Worte? Du,
I meinen fast. Und Spade 2. So, ja, du hast ein paar lustige Worte verpasst. Hier, Mods Client. Catistics Advancements. KK, I'm back. Feed us. Options. Okay, das ist natürlich jetzt hier für ein Replay-Mod. Never Break Free und Menden. Protection 4. So. Jetzt sollten wir hier aber relativ safe sein. Und das hier sieht eigentlich nach der Art Bastion aus, die wir gesucht haben. Was ich vielleicht gerade tun sollte, dass ich... Genau, das wäre einmal die Karte hier. Wir sind ewig weit weg. Nach dem Stream kannst du wohl mit Katzen reden. Ja, wahrscheinlich. Sag mal. Ist das die Art Bastion, die wir suchen? Was ist denn hier? Wo kommen die denn auf einmal alle her? Warum sind, das waren doch die und... Nee, oder? Weil ich den... Warte, ist es, weil ich den... Ist es, weil ich die mit dem Pfeil getroffen habe? Also ich hab ja den Gastfeuerball mit dem Pfeil getroffen. Das hat den zurückgeschickt und deshalb gehört der Feuerball mir. Und wahrscheinlich hat es einen von denen getroffen und deswegen kommen die jetzt extra allesamt in diese Bastion gestratzt. Die sonst so territorialen Piglins interessiert es nicht. Boah, jetzt ist aber gerade hier ein bisschen lag. Zum Glück interessiert es ja die normalen Piglins nicht, wenn man hier, ne, und so, wenn man hier, gegen ihre Brüder kämpft, ihre Zombie-Brüder. Shiny Splody bringen, Shiny Ball. Da hätte man einen auf deinem Erfolg und schon bist du vom Pech verfolgt, seltsam aber auch. Schaut mal die Bastion. Na, aber ich werde hier gerade ein bisschen bedrängt. Wie viele von denen sind denn hier angekommen, verdammt? So, ich... Von welchem Blickwinkel brauchst du die Bastion denn? Also es hat auf jeden Fall halt diesen ziemlich zerstörten Teil. Also sorry, das ist mir gerade mit Shader ein bisschen zu laggy. Ich glaube, es ist nicht die, die du brauchst. Ja, das ist auch so ein bisschen meine Vermutung. Alles klar, spring einfach in die Lava. Es gibt drei Arten von Bastions. Wir haben jetzt schon fünf gefunden. Ich meine, andererseits darf es auch gerne eine sein, die näher dran ist, aber trotzdem.
Das Ding ist, wo wäre denn der Spawner? Also ich glaube, die Bastion Remnants, die ich brauche, ist das nicht auch diese zweigeteilte, wo dann in der Mitte dieses Lavabecken ist? Und da ist der Magma Cube Spawner drüber. Du brauchst die Treasure. Ja, deswegen, aber ich weiß nicht, wie die aussieht. Ich meine, ich könnte hier die Kisten noch looten. Ich weiß aber nicht, also das Einzige, was mir eigentlich aus der Bastion noch fehlt, ist hier. Ist Pickstep. Ich glaube, ansonsten habe ich alles, was man in der Bastion finden kann. Also was es nur da gibt. Diamond Spoon with Horseshoe 2. Large Rampart. Alter! Zum Glück seid ihr alle One-Taps dank der Beacon. The Treasure Room consists of. Was? Consists of many bridges suspended off a lava floor. Naja, gut, einen Lava Floor haben wir da unten. Und Brücken haben wir hier auch. Also dann ist das. Das entspricht schon irgendwie der Beschreibung. Der Spawner ist immer unten. Ja gut, wir müssen irgendwie da runterkommen. Das Problem ist, dass es gerade auch... Also ich finde gerade, der Lag ist nicht... nicht zu vernachlässigen. Es sind auch irgendwie verdammt viele Piglins hier gerade. Ich meine, man hört ja gerade, dass das eine Party ist. Man sieht es recht einfach. Ich sehe hier nichts. Ich kann aber auch keine 10 Meter weit gucken. So, mein Freund. Du bist ruhig. Nur weil du dich nicht zufrieden gibst damit, dass ich Gold trage. Ich sehe aber auch keinen einzigen Magma Cube. Also wenn hier ein Spawner wäre, würde man ja meinen, dass hier Magma Cubes sind. Wenn du 95% sicher, dass du bei einer anderen Bastion-Art bist, ja. Ich eigentlich auch. Shiny Block! Na gut, dann haben wir halt hier auch nochmal eine Beacon gebaut. Und vielleicht ist es ja dann doch eine Bastion, die ein bisschen näher am Rest von meinen Sachen ist. Die Piglins sind immer noch angepisst auf mich. Warum? Also, wie lange halten die bitte ihren Groll aufrecht? Aber ich trage ja weiterhin noch einen Goldhelm. Also eigentlich dürften die ja, wenn sie einmal ihre Aggression verloren haben, dürften sie ja eigentlich friedlich werden. Okay, ich glaube, wir können mit Sicherheit sagen, dass hier kein Magma Cube Spawner ist. Einer der Piglins hat ein Video von dir auf TikTok hochgeladen, wie du einen schlägst. Was? Super Old Stuffs. Okay.
TikTok. Ja. Die Geißel der Jugend. Wozu brauchst du überhaupt den Spawner? Für eine Froglight Farm. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich auch einfach in Basalt-Delta gehen, aber ich fände eine Bastion cooler, weil eine Bastion kann ich dann noch umbauen. Einmal blocken hat genügt. Ja, Leute, ich kann nichts dafür, wenn ihr mich angreift und ich Thorns auf meiner Rüstung habe. Das solltet ihr aber nicht als Provokation auslegen. Also könnt ihr schon, aber... Das ist halt euer Problem. Boah, wie viele Kisten... What the fuck, wie viele Kisten sind hier? Bist du ein Brut? Ja, du bist ein Brut. Warte, hat er gerade ernsthaft... Er verliert... Er geht da runter, weil er zu mir will, verliert Blickkontakt und wird dann wieder nicht aggro. Alles klar. Picklin Brutes sind einfach noch einfach geistig so jung, dass sie noch keine Objektpermanenz besitzen. So, shiny Block. Ja, super, die Spectral Arrows hätte ich eigentlich gerne mitgenommen. Nein, nicht die Lichtkiste. Iron Ingot benötigen wir nicht. Shiny Arrow. Kurzzeitgedächtnis oder so. Ich würde das auf TikTok schieben. Golden Carrot. Running on dead people. On dead people. Okay, die Sprache ist super. Hardest thing ever. Sad hardest thing ever. Oh nein, nicht das. Hier. Portable Cat Bugs. Also ich kann es nicht anders sagen. Es ist lustig. Ja, Sekundenpegelabschluss heißt doch gleich Tränengas. Ich sah aus wie ein 14-Jähriger in seiner Emo-Phase, was? Sekundenkleber plus Heißluft. Was hast du gemacht? Hast du versucht, Sekundenkleber mit dem Föhn zu trocknen? Warte, der hat gerade geschrien, weil er mich mit dem Feuerball getroffen hat und dann hat Thorns getriggert. Interessant.
Golden Chestplate. So, so. Boom. Ach Mist, der hat jetzt aus der Portalkiste hat er die Ender-Chests rausgenommen. Egal. Das kann ich später noch korrigieren. Block of Irony. Nein, nicht das Neverite Sword wegschmeißen. So, Flaming Cream. So, mal ganz kurz was trinken. Ancient Debris, sage ich nicht nein zu. Okay, die sind so. Stimmt, die sind ja sogar so direkt von dem Loot abgelenkt. Das ist natürlich praktisch. So, wir können wieder die Kiste, das hier verwenden. Wir fliegen mal zurück auf der Grundlage, dass wir dann Banner holen können. Dafür müssen wir aber in die Richtung. Wir sind so einen komischen Pfad geflogen, weil wir lange Zeit nicht sehen konnten. Also wenn wir geflogen sind, konnten wir die Karte nicht sehen. Das war ein bisschen ungünstig. Testbuch sind in den AV-Produkten sind der letzte Dreck. Vier Sekunden Kleber, 1 Gramm 35 Euro, what? Der Totenschädel auf dem Kleber war wohl keine Übertreibung. Ja, du sollst dich nicht mit Sekundenkleber umbringen. Fällt das fällt unter Dumb Ways to Die, glaube ich. Alles klar, hier kommen wir gar nicht durch. You're not my dad, don't tell me what to do. Sicher. So,
So, pass auf. Ganz ehrlich, wir benötigen die goldenen Karotten unter den Umständen gar nicht, weil die bringen uns sowieso nichts zum Heilen. So, hier waren wir auch noch nicht. Ich bin echt mal gespannt, wenn ich das nächste Welt-Backup mache, wie viel größer das im Vergleich zur 2000-Tage-Welt ist. Komm, gib mir eine Treasure Bastion, die am besten schön mittig in dem Lavasee ist. Stattdessen kriege ich hier irgendwie eine Festung nach der anderen. Okay, hier bin ich einfach mittendrin im Nirgendwo. Ich kann dir sagen, was mit den Zuschauerzahlen los ist. Ich mache keinen Siedler mehr. Ist leider auf YouTube auch nicht anders. So, pass auf. Ich trage Gold, von daher lasst die mich in Ruhe. Warum habe ich keinen Siedler mehr? Weil ich praktisch durch damit bin. Also was soll ich denn noch machen? Also außer noch ein paar Longplays für das Trojaner-Add-on und die DA 3. Bin ich eigentlich durch. An dem Spiel wird ja auch nichts mehr groß gemacht. Multiplayer, nein. Also, dass ich da irgendwie groß anfange rumzuschwitzen, dafür habe ich nicht schlicht nicht die Mentalität. Hier ist noch eine... Wie viele Festungen sind hier? Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, wie viele Festungen hier sind. Gefühlt fliege ich keine 10 Meter und ich bin schon wieder in der Festung. Aber Bastionen, vor allem die Art Bastion, die ich benötige. Das ist irgendwie gerade zu viel verlangt. Was haben wir hier? Das ist, ja, okay, das ist die Bastion 1, wo wir schon waren. Das Ding ist, wir haben große Teile hier noch nicht mal gesehen, aber ja, wir müssen halt jetzt zumindest mal noch mal ein paar Banner holen, damit wir, wenn wir eine Bastion finden, sie auch markieren können. Mhm.
So, pass auf, wir füllen nochmal gerade Emeralds nach, aber das werden wir wahrscheinlich am Ende. Also ich werde wieder die Raid Farm benutzen müssen. Wobei, noch haben wir sehr viele Emeralds, aber trotzdem, ich werde auffüllen müssen. So. Hast du eigentlich schon mal Modpacks gespielt? Life in the Woods. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal Tekkit oder Tekkit Light mal angespielt. Ich habe auch schon Industrial Craft auf einem Server gehabt. Aber ich war nie so der Modded-Fan, weil du dich halt immer auf eine Spielversion festlegen musstest. Und ich meine, der Grund, wieso ich Hardcore spiele, ist eben, damit die Welt nicht austauschbar ist. Das ist halt etwas, was, wenn du 10 Welten nebeneinander hast, leider sehr schnell passieren kann. So, dein Spoon. Also hier ist die Framerate gerade selbst ohne Shader absolut grottig. Und Witz dafür, dass Spinny niemals in Minecraft stirbt. Das wird auch nicht passieren. Und es gibt Gregtech jetzt für 1,20. Ja, es ist halt, die Mods werden halt teilweise geupdatet, aber wenn du halt ein Modpack hast und dann wird eine Mod nicht geupdatet, dann, wenn du Pech hast, steckst du in deiner Version fest. Und gerade halt, wenn es darum geht, eine Hardcore-Welt, die du halt auch langfristig behalten willst. Wenn du nochmal sagen, wenn das mal so richtig Mosaikern so stärken, könntest du noch den Fall des Siedler-Names als Vergleichsanalyse machen? Nein. Kann man auch als Gegner eurer HGL-Gewerbung verlegen, deswegen Vergleich analysieren. Oliver Kalkhofer als Weltmoderator-Stimme wäre in szenischer Folter. HGLG verfolgen wir folgenden Ansatz. Ja, zu HGLG musste ich heute auch wieder was schreiben. Magic Boar! Ich sollte vielleicht mal wirklich schauen, dass ich Enderperlen im Inventar habe, also in der Hotbar. Wenn ich schon hier rumfliege mit in so gefährlichen Gebieten. War den Tag über arbeiten, hab ich was verpasst? Wegen HGL geht. Nee. Verpasst hast du nichts. Bastion 6. Bastion 7. So, eigentlich macht es auch keinen Sinn mehr groß, die Dinger zu also durchzunummerieren. Aber ich hoffe halt auch einfach, dass wenn ich so weit bin, dass ich 12 Bastionen gefunden habe, dass ich noch alle gefunden habe, die es gibt. Also alle verschiedenen.
X. So. So, dann gehen wir nämlich unsere Sachen heilen. Wie sieht es eigentlich hier aus? So viel Zeit habe ich ja gar nicht hier verbracht. Okay, Scheren sind auch alle gut. Das auf, wir packen den Schild mal da rein. So, wenn es auf der Achse hier wäre, wäre es schon sehr geil. Was bist du? Du bist eine Bestien. Aber was für eine bist du? Das sieht auch nicht gerade besonders nach einer der beeindruckenden Varianten aus. Hydrieren. Moment. Ich würde mal sagen, das hier ist auch nicht die Art Bestien, die wir suchen. Auf der Grundlage, dass es halt nur so eine Billo-Struktur ist, in der nichts drin ist.
So, dann haben wir hier Kartografie. Wir nehmen die nächste. Will ich mir das hier angucken? Das Einzige, was mir Sorgen macht, sind die Brutes, weil der Rest ist... Das meiste davon hier sind Zombie-Piglins. Solange ich keinen von denen erwische. Weißt du, die Explosion hat die jetzt nicht gestört. Sprache ändern. Latein. Okay, warte. What are you, you speak? Latina? Nee. Ist Latein überhaupt ein Ding? Oder ist es das? Sehen wir ja jetzt, ob das lateinisch klingt. Ja. Margarita Ender, okay. Was wollen denn die ganzen Zombie-Piglins hier? So, bitte keine Zombie-Piglins vor die Flinte laufen, das wäre sehr gut. Wirken auch ziemlich träge dabei, mich zu verfolgen, to be honest. Aber das hier ist halt vorne und hinten nicht das, was wir benötigen. Ihr braucht schon ein Latium. Ich habe ein goldgepresstes Latinum. Ja, sehr schön.
Nicht vergessen, Krieg ist gut fürs Geschäft. Keine Sorge, ich habe nur gesehen, dass es für nutzlos jemand was Neues gab, aber wollte nur wissen, dass das keine gute Idee war. Wieso? Ihr benutzt es genau für das, wofür es gedacht war. Ich führe hier aber auch gerade Manöver durch. Aber ich frage mich ja ganz ehrlich, wer die ganzen Übersetzungen überhaupt auch aktuell hält. Gerade bei so Sachen, die nicht ernsthaft verwendet werden. Oh, das sieht nach Bastion aus. Die wäre relativ ideal platziert, aber das sieht, glaube ich, auch nicht nach der korrekten Art aus. Oder? Oder? Nicht vergessen, immer eine Kopie der Erwerbsregeln und im Kopfkissen zu haben. Das stimmt. Oh, ich bin gespannt, wenn wir wieder bei Deep Space Nine sind. Also, mein Verlobter und ich schauen ja gerade zu Next Generation. Jetzt geht er natürlich in Deckung. Kann man Sprache ändern nur einmal pro Stream machen? Ich weiß gerade nicht. Es gibt, glaube ich, eine gewisse Zeitbeschränkung. Ich glaube, irgendwie 10 oder 15 Minuten habe ich eingestellt, damit halt, wenn das eingelöst wird, auch die Sprache paar Minuten zumindest drin ist. Es wäre gut, wenn es eine Sprache ist, bei der ich schon noch am Ende den Button wiederfinde. Hua. Okay, das war gerade sehr, sehr gewagt. Da drüben ist ein Brood. Das ist ein Brood. So, Broods eliminieren ist eigentlich das Wichtigste, weil das sind die einzigen, die von sich aus aggressiv sind. Also die Hoglands, klar, aber wenn ich gegen die kämpfe, wird ja nicht die gesamte Belegschaft hier aggro. Creative, lass mal hören. Ist das die Bastion, die wir suchen? Weil da unten geht's tatsächlich in einen Raum weiter.
sieht mir nicht richtig aus. Ja, dachte ich erst auch. Aber wenn man hier ein bisschen vorbeiguckt. Also es gibt schon ein Untergeschoss. Aber ich habe auch noch keinen. Hier. Aber ich habe auch noch keinen Magma-Slime hier gesehen. So, solange hier kein Brut rumläuft. Ist falsch. Ja, sieht mir auch so aus. Das ist jetzt schon die 7. Bastion. So, dann markieren wir mal das Gebiet, aber es ist halt leider nicht, das ist nicht der Druide, den wir suchen. Wir fliegen gerade aber auch rückwärts. Sieht es mit den Ohren aus? Stimmt, das ist eine gute Frage. Kontinuität. So, gerade müssen wir mal das, die Welt mal kurz generieren lassen. Selbst ohne Shader braucht mir das ehrlich gesagt zu lange. Ich glaube, es macht mehr Sinn. Ich glaube, das ist schon wieder diese Festung hier. Ich glaube, hier waren wir schon. Aber wir sind ganz in der Nähe von Gebieten, wo wir schon durchgeflogen sind. Ich glaube, wir sollten tatsächlich mal versuchen, ob wir in der anderen Karte was finden. Was auch ein bisschen näher an. Am ganzen Rest ist. Weil hier raus Sachen bringen wird ein Krampf. Wow. Das ist eine Bastion. Der Raum, den du brauchst, sieht aus wie ein riesiger Würfel.
Hier ist eine Bastion, aber ich habe gerade keine Möglichkeit rauszukriegen, ob das die richtige ist. Einfach alle drei Brutes an einer Stelle. Wow, 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 wow. Würfel, Würfel. Everybody stay calm. Ich glaube, das könnte sein, was wir suchen. Okay. Okay. Wir sind da, wo wir haben zumindest schon mal was gefunden, was wir haben wollen, glaube ich. Ich habe die Lavabecken gesehen. Die Frage ist, wollen wir die haben? Weil wir sind fast 2000 Blöcke tief im Nether. Und ich. Das wird, glaube ich, jedes Mal. Wir müssen uns echt hier einen Weg hinbauen. Zumindest einen. Dass wir auch einigermaßen direkt im Weg hierhin fliegen können. Auf der anderen Seite sind wir weit genug weg, dass wir halt das auch, dass da die Gegend gut terraformen können. Gut, die noch mal kurz anders aussehen, einzuprägen. Ja, aber warum? Also ich. Wäre natürlich interessant zu wissen, ob, aber das weiß ich natürlich jetzt nicht im Vorfeld, ob es unmittelbar in meiner Nähe vielleicht nochmal eine ähnliche Bastion gibt. Aber vielleicht sollte ich trotzdem, also ich würde vielleicht das hier schon markieren, soweit ich mit Sicherheit weiß, dass es korrekt ist und dann nochmal die zumindest die unmittelbare Gegend von meinen Highways abchecken. Die Frage ist, wie machen wir das? Ich möchte eigentlich eine Beacon hier haben. So oder so. Da, was haben wir hier? Das sind die Lavabecken. Genau, das ist das eine, das ist das andere und hier ist der Mittelpunkt da, ne? Und wir hätten es fast nicht gesehen, weil es so in den Neverwreck eingelassen war. Und wir müssten bereits alle drei Piglin-Bloods erledigt haben. Ich finde es süß, wie die Baby-Hoglins einfach einmal auf die Fresse kriegen und dann erstmal panisch rumrennen. Aber so vorher kommen sie halt auf dich zugestratzt und sind so nach dem Motto, willst du Stress?
Nein, nicht so. Nein. So, Rechtsklick und dann brauchen wir hier. Also wenn eine Beacon was bringen soll, muss die mindestens mal da unten sein. Wobei, ich muss ja sowieso wahrscheinlich ein Loch in den Bedrock machen. Das heißt, ich kann mir hier auch einfach, muss mir gar keine Sorgen machen, dass der Weg zu gefährlich sein könnte. Sag mal. Die sind aus einem Cube, dann Mittelteil mit Lava weg und auf der anderen Seite wieder ein Quader als ein Cube. Sehen Sie jetzt den neuen Film mit David Hewlett. Cube. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, das ist natürlich jetzt geil, dass warte, jetzt habe ich hier keinen Platz, so. So, wir müssen jetzt echt überlegen, ob wir, wenn wir hier gleich einen Spawner finden, ob wir uns mit der Bastion hier zufrieden geben wollen.
Das bin ich, das Passwort-Game spielen möchte. Ja, habe ich im Moment nicht so wirklich die Zeit und Muße für. So, angegriffen sollte ich eigentlich von nichts werden, weil nur Brutes im Moment auf mich reagieren dürften. Und halt Skelette vielleicht, aber die sollten eigentlich keine Gefahr darstellen. Hawklins könnten dann eine Gefahr darstellen. Ja. Da. Zwing mich doch nicht mein halbes Gerüst runter zu zerstören hier. Warte, Mods. Weil der Text auf der, weil die Sachen, die weil die Mod-Menüs teilweise natürlich auch eigene Strings haben, die natürlich dann nicht übersetzt sind. Beacon kann jetzt wieder an. Es funktionieren einfach alle 6? Tatsache, wir müssen hier theoretisch gar nichts zerstören. Aber unter Umständen wollen wir das trotzdem, damit wir einen Weg haben, hierhin schnell zu reisen. Ja, nein. Welche von denen soll überhaupt japanisch sein? Es wäre hilfreich. Also, es geht halt nicht, wenn es keine Sprache ist, die ich erkennen kann.
Ich meine, es muss ja irgendwie hier eine von den dreien sein, oder? Klingonisch wäre auch gut. Solange ihr nicht erwartet, dass ich es vorlese. Die hier? Ist das Nipponese? Wenn ich jetzt noch... Also ich werde gleich nie und im Leben rausfinden, wie ich gleich wieder die Sprache zurückstelle. Nein. Spiel das Spiel bitte mit mehr nachgestellter Sprache. Okay, ja, hier ist auch die Brücke. So, Captain auf der Brücke. Sorgen wir dafür, dass es nicht Brücken auf dem Captain wird. Aber ich sehe hier keinen. Hier ist kein Spawner. Guck mal, Steuerung und B. Warum? Zu welchem Zweck? Huch. Wenn jetzt diese Frage steht, ohne nachzuschauen, dann Nerd sucht die. Warte, haben die zweimal Brutes? Also sechs, weil es zwei Segmente sind? Weil ich habe doch vorhin schon irgendwie drei von denen getötet. Weil die doch irgendwie alle zusammengeknubbelt waren. Du wirst nicht sterben, du bekommst noch sehr viel besseren Japanischunterricht. Ach, das ist für den Erzähler, oder? Also. Tipp. Tipp. Aber wirkt nicht so, als würde er dann auch irgendwas erzählen. Liest der bei LOLCAT irgendwas vor? Tap. Hello. Hello ist Sis N. Hello ist Sis Nippones. Ultimate Spindas H. Hello ist Sis Nipponese. Was zum... ja, ganz tolles Feature. So, aber ich sehe immer noch nicht den Magma Cube Spawner. Schreib mal was Japanisches in den Chat. Mhm. Jokes on you, ne? Tap. Cover.
Ultimate Spindas Hakawai. Tap. T. T. J. Tis is very sugoi. Ultimate Spindas Tis is very sugoi. Wie oft willst du es noch vorlesen? Lies es auch irgendwie direkt immer zweimal vor. Ich glaube, der Erzähler ist immer gleich und liest das halt dann irgendwie phonetisch vor. Vor allem, weil ich halt keine japanischen Zeichen auch tippe. So, aber jetzt mal ganz ehrlich, wo finde ich hier den Spawner? Ich will nur wissen, dass er da ist. Ich habe noch nicht vor, hier heute was zu bauen. Ich kopiere jetzt nicht irgendwelche Zeichen in den Chat. Nicht gesagt, der Spawner ist unten? Muss ich mich jetzt komplett da runterkämpfen? Sehe aber immer noch. In welchem Teil der Struktur soll der denn sein? Ich weiß nicht, ob der 100% spawnt. Doch, ich glaube, das ist garantiert. Ich glaube, das ist ein festes Feature dieser Bastion. Ich wäre ein bisschen angepisst, wenn nicht. To be honest. Tap. Tap, tap, tap. So, Narrator off. Sollte schon da unten sein. Ja, irgendwie klingt der Narrator so ein bisschen, ich krieg da dezent Warframe-Vibes mit Rell. Wer Bescheid weiß, weiß Bescheid. Shit, 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 shit. Nein! Shit, wie lange hält der Effekt? Nicht lang genug, scheiße. Holy shit. Wieso fehlt ist jetzt auf einmal meine. Warum war meine Potion nicht mehr hier? Und die Beacon hält nicht mehr. Du wirst diesen Stream locker überleben, ja. Sehr witzig. So viel zum Thema, wir benutzen das Totem nicht. Das war gerade dezent scheiße.
Aber wie viele von den Brutes sind denn hier? Ich habe mit so mindestens schon 5 Brutes getötet in dieser Bastion. Siehst du jetzt, warum ich mit Bastionen Probleme habe? Moment, ich bin hier in dieser Rüstung, ja? Und ohne natürliche Regeneration. Aber mit Beacon. Ja, meinst du, das ist, gegen Brutes, wenn du runtergeschmissen wirst, ist das auch kein Allheilmittel? So, ich möchte irgendwo hin, wo ich mich rausgraben kann. Oh, ich habe gerade echt die Welt enden sehen. Ich sah mein Leben an mir vorbeiziehen. Vor allem, weil ich auch noch diesen scheiß Trank dann gesucht habe. Wieso ist der Chunk schon wieder nicht in meiner Hand, verdammt? Ich kann mich nicht erinnern, aus der Dings genommen zu haben. So. Schlechtes Streamer in einer solchen Situation, so Leute, das war's für heute. Ja. Dass du es nur auf einem halben Herz hast. Bruh, ich war gerade einfach... Ich habe ein Totem aktiviert. Ja. Moment, das ist die falsche... falsche Schaufel. Das ist nicht die richtige Richtung. So, wie war das? Brutes sind nicht immun gegen Lava. Okay, aber ich höre sie schon. Bist du, glaube ich, wenige Sekunden nach Totem. Gucken wir mal was. Oder? Ja, ich glaube schon. Also. Ich habe auch ehrlich gesagt gerade damit gerechnet, dass mich das Totem auch nicht mehr rettet. Einfach weil ich gedacht habe, die Brutes folgen mir. Und ich halt den Feuerschutztrank auch nicht gefunden habe. Aber halt nur fürs Protokoll. Ich spiele hier gerade mit 2 Handicaps. Und zwar nur, damit ihr unterhalten werdet. Okay, wir sind draußen.
Weißt du, da fängst du gerade an, dich sicher zu fühlen. Hat das jemand geklippt? Ansonsten müssen wir uns halt irgendwie merken, so bei 2 Stunden 10 war das Highlight. Dass ich später ein Highlight draus mache. So, wenn wir jetzt wieder hier hinfliegen, müsste die Beacon uns wieder. Müssten wir wieder, wieder den Schutz der Beacon genießen. Alter, das war jetzt. Ich hab einen Gottapfel geschluckt. Für nichts! Es war ein Gapfel! Ich wollte noch. Wann habe ich denn den Gapfel in die. Hä? Scheiß Japanisch! Jetzt kann ich die Gapfel noch nicht mal von den normalen Äpfeln unterscheiden. Vor allem hätte ich wohin wenn essen müssen? So ist einfach perfekt 6,9K. So. Da jetzt aber auch keine Gefahr mehr durch Brutes besteht, ist der Schild hier die bessere Option als das Totem. Soll ich diese Belohnung wirklich weiter anbieten? Können wir bitte eine Schweigeminute einlegen für die alternativen Zeitlinien, in denen ich jetzt verreckt bin? Wieso mache ich das hier eigentlich gerade? Sich mit mehreren Hoglins anlegen, während ich einen Elytra trage und nur Eisenrüstung. Wir müssen echt mal irgendwie gucken, dass ich ein paar Gottäpfel mir irgendwie hier. Das Ding ist, den willst du halt nicht dauerhaft in der Hotbar haben. Vor allem, damit nicht solche Situationen eintreten, dass ich den versehentlich esse, wie gerade. Aber wenn du ihn nicht in der Hotbar hast, ist es halt auch zu spät, wenn du ihn dann essen willst. Ganz ehrlich, ich finde auch inzwischen 9 Hotbar-Slots nicht mehr ausreichend für Minecraft. Also da würde ich mir echt wünschen, dass wir inzwischen irgendwie bei 12 wären. Also mit 0 und SZ und dem. Ne, es ist ja kein Apostroph, aber das andere Ding. Können wir irgendwie Hoglin-Spawns hier unterbinden, ohne dass wir hier jetzt die ganze Zeit Dinger platzieren müssen? Die Slabs? Hast du den Spawner schon gefunden? Nein, den habe ich gerade leider nicht gesehen. Hier geht's runter. Das wäre es auch noch, wenn das hier so ein Ding wäre ohne Spawner. Ist auch schade, dass ich jetzt kein Replay-Mod-Footage von unserem Tod hier habe. Aber was mich halt am meisten aufregt, ist jetzt, dass wir halt jetzt den Gapfel verloren haben. Weißt du, das Totem ist ersetzbar. Aber der Gapfel, aber die Gapfel, das ist ja wirklich einfach nur Glück, dass du, wenn du davon welche hast.
Der Gapfel war nicht verschwendet, er wird hier nur permanent Kraft werden. Eben, das klingt so nach, er ist jetzt an einem besseren Ort. Halleluja. Sicher, dass ich hier was bauen möchte? Ja, für gleich Lehrgeld. Es wäre, ja, wenn wir wenigstens noch welche finden würden. Warum sind jetzt in Bestiens, gibt's die überhaupt, gibt's da die Enchanted Golden Apple? Ich habe nämlich noch keine gesehen. Und eigentlich wäre es ja der Ort, weil abgesehen davon, dass es eine der schwereren Strukturen im Spiel ist, sind die Piglins ja besessen von Gold. Ich will ja ehrlich gesagt gerade nicht mehr rein. Ich bin gerade ein bisschen, ich bin gerade ein bisschen traumatized hier. Also da gehe ich lieber hin und arbeite daran, dass wir hier später wieder gut hinkommen. Ich kann mich hier gerade nicht konzentrieren. Ich habe gerade ein bisschen ein Trauma. Also ich glaube, hier gehe ich nicht mehr hin, wenn ich unter dem Effekt von Eisenrüstung oder Ultra-Hardcore bin. Jetzt bin ich bekommen von Minecraft PTSD. Ja, wer sagt, dass ich es nicht schon vorher hatte? Von anderen Sachen. Im Deutschen auch als PTBS bezeichnet, posttraumatische Belastungsstörung. So, pass auf. Okay, da wir hier oben kein Glas haben, ist das natürlich auch nicht so geil. PTSD hoch 2, ja. 203 bis 20. Bis X, 201 bis 203. Ultimate Spindashks 201 bis 203. Ja, ich hab doch den Narrator ausgemacht. Tab. Wieso ist der Narrator noch an? Nee, warte, so, 19. 39. So. Tap, tap, tap. Ich weiß nicht, ob ich das verkraften werde, to be honest. Das Ding hat mehrere Einstellungen, muss das mehrfach Steuerung B drücken. Ja, super. Danke. Können wir bitte jetzt wenigstens wieder eine Sprache auswählen, die ich lesen kann? Ich finde auch gerade einfach keinen Weg heim.
Ist ja zu einfach. Ich gebe dir gleich zu einfach. Und sich über die Super Secret Settings erinnern dunkel. Also ich muss sagen, ich glaube, wenn wir so spielen, ich weiß nicht, ob ich in Zukunft Ultra-Hardcore und Eisenrüstung gleichzeitig drin haben will. Weil der vernünftige Teil von mir halt einfach sagt, und wenn ich beide Effekte habe, oder auch nur einen dieser Effekte habe, werde ich nichts Gefährliches mehr tun. Das ist ja auch so ein Ding, warum ich zum Beispiel eine Ultra-Hardcore-Welt auch nicht weiterführen würde, nachdem der Drache tot ist. Weil dann bist du eigentlich nur noch Beacons am Bauen, damit du überall da den Effekt hast. So, guckt euch an, wie das aussieht. Wisst ihr, die anderen Karten sind so richtig schön. Dass ich Enderperlen habe, habe ich auch nicht genutzt. Also wenn ich später mir die Szene angucke, ich werde wahrscheinlich mir denken, das hättest du so viel geschickter lösen können. So. Pass auf, das hier benennen wir um. Jetzt bist du Undyne, die dritte. Die erste ist ja noch nicht mal im Kampf gestorben. Die haben wir, glaube ich, einfach nur versehentlich weggeschmissen. So, dann müssen wir gucken, dass wir wieder unsere Feuer-Resist-Potions aufstocken. Gute Nacht, Charmy. Ich glaube, viel aufregender wird es auch heute nicht mehr.
Geh doch nochmal in die Bastion. Ich will wirklich, ob da wirklich wissen, ob da wirklich ein Spawner ist. Wir legen jetzt den Weg frei, dass wir da über das Netherdach aussehen können. So, das benötigen wir. Benötigen wir das nicht. Ich will auch wissen, ob da ein Spawner ist, aber ich gehe da nicht nochmal rein. Nicht in meinem aktuellen Zustand. Ich lege den Weg frei und das war's. Was das vorhin überlebt. Ja, das vorhin hätte ich nicht überleben dürfen. Das war, ich war viel zu leichtsinnig. So, 201 bis 203. Ja, ist ja schön, dass einfach mal Pilze auf der Netherdecke generieren können. Ja, gut, sie können halt auf Bedrock generieren, ne? Ganz ehrlich, ich hätte es mir so viel einfacher machen können, wenn ich einfach ganz normal in so ein Basalt-Delta gegangen wäre, wo so fast nur Magma-Slimes spawnen und da einfach eine Farm gebaut hätte. Aber nein, ich muss ja unbedingt eine Bastion transformieren. Wobei ich mich halt echt frage, wie viele von den Brutes sollen denn da sein? Das sind, also ich habe, so wie ich das gelesen habe, sind es normalerweise doch 3 pro Bastion. Aber gut, das Ding hatte, glaube ich, irgendwie 3 Segmente. Ich weiß nicht, ob es vielleicht pro Segment sind. ...201 und 38, also das hier.
Ja, super. Ich habe gerade keine Baublöcke. Pass auf. So, dann brauchen wir hier. Wir brauchen hier. Hoch, nein. Das machen wir auf. Okay, es steht. Okay, ich habe irgendwie gehofft, dass es drei sind. So, Zeit für ein bisschen schwarze Magie. So. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht, oder? Das war falsch. Hallo? Ah, die hier nicht weggemacht aus irgendeinem Grund. Wieso fehlt jetzt hier ein Block? Hier. So, die hier können direkt weg. Shit, nein. Hallo? Ja. Okay, mittlerer Mausklick funktioniert so nicht. Na. Na. Wieso hätte denn jetzt das nicht platzieren? Nein. So. Zumindest der eine müsste doch jetzt... Hä?
Aber ich krieg auch nicht alle Beacon-Effekte. Doch, ich krieg die Beacon-Effekte, weil, ja gut, weil ich hier gerade blockiere. Haste habe ich aber noch. Wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Wieso funktioniert. Wieso kann ich jetzt hier nichts platzieren? So. Aber das hat jetzt auch nicht funktioniert. Ich hatte es doch beim letzten Mal rausgehabt. Na. Jetzt platziert er es auf einmal so. Ich krieg das gerade hin. Nee, das ist doch falsch. Funktioniert doch endlich. Das geht, aber ich will das hier oben. So, wir machen jetzt erstmal nur den einen. Irgendwas mache ich gerade verkehrt. Wait, das muss ich mir mal gerade mir anschauen. Also er hat diese Quasi-Konnektivität ausgenutzt, dass der gepowert bleibt. Das ist ja echt kein komplexer Mechanismus. Ich mach's mal kleiner. Das war jetzt aber falsch. Das wird nicht funktionieren. Jo, das wird nicht funktionieren. Meine Haste habe ich ja auch, also daran liegt es auch nicht. Da. Kannst du jetzt bitte? So.
Hier dran war jetzt aber eigentlich alles richtig. Genau. Warum nicht die ganze Zeit? Warum ging das jetzt die ganze Zeit nicht? Das hat übernatürliche Gründe, die du nicht verstehst. Ja, so fühle ich mich auch. Okay, warte, jetzt funktioniert es, glaube ich, nicht, weil ich nicht instant minen kann, oder? Doch, funktioniert trotzdem. Wow. So, und die zwei müssen noch. Aber du verstehst es und du willst mich nicht an deinem Verständnis teilhaben lassen. Weil ich es erzähle, funktioniert es nicht mehr. Ach so, okay. Suche ich aber doch wieder die. Das Ding hier. Warte, das Ding muss aber am Bedrock befestigt sein, sonst geht das Ding, glaube ich, gleich flöten. Okay. Habe ich gerade zwei Blöcke gelöscht? Weil das, den wollte ich eigentlich gar nicht. Das Ding geht flöten wie der Blasrohrschütze. Ja. Und wie mein Gottapfel. Warte. Hä? Der ist wieder gespawnt, aber dafür ist der hier weg? Wie habe ich das denn geschafft? Warte, wir machen mal kurz Beacon-Strahlen aus, weil das ist gerade, das blendet gerade sehr.
Welcher Gott, Apple? Ich überlege halt, wie wir es hinkriegen, dass wir unsere Bestände da wieder auffüllen können. Ohne halt überall wild durch die Gegend zu fliegen. Der Westen mit den Ancient City im Deep Dark Biom. Ja, du denkst dir jetzt was, aber ganz ehrlich, das Deep Dark macht mir weitaus weniger Sorgen als eine Bastion an diesem Punkt, weil Deep Dark spawnt nichts außer dem Warden und der ist komplett vermeidbar. Wieso weigert sich denn das jetzt schon wieder hier zu funktionieren? Wir haben es doch gerade die ganze Zeit hinbekommen. Nein. So. Das ist jetzt, war ich jetzt falsch gewesen, oder? Nee, das ist korrekt. Das war richtig. Ich freue mich natürlich über deine Erfolge. Mhm. Warte, wir müssen es so machen. Hier. Dann der. So. 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 So, jetzt hätten wir hier wenigstens schon mal einen Weg rein. Und das Traurige ist, wenn du heute drauf gewettet hättest, dass ich überlebe, hättest du fast verloren. Ja, ich muss direkt dran sein, ne? Warte, der hier muss ich ja sowieso wegmachen. Das heißt, ich kann einfach so. Was mache ich hier? Und ihr wollt, dass ich in dem Zustand nochmal in eine Bastion gehe? Wir können gerade nicht instant minen, das ist natürlich sehr ungünstig. In der Treasure Bastion können. Also gut, wenn wir ja später dann einen Gapfel finden, dann haben wir zumindest wieder den wir verschwendet haben. Nichtsdestotrotz gehe ich da nicht rein mit Eisenrüstung und Ultra Hardcore aktiv. Das kannst du vergessen. Das mache ich nicht. Also das, was ich gerade durchgezogen habe, kriege ich nicht nochmal hin.
Warte, kann ich die Quasi-Konnektivität auch so? Ja, kann ich. Ha. ...6,5% Chance, das dürfte pro Truhe sein, weil die so Chancen sind nicht immer pro Truhe angegeben. Aber es sind auch nicht viel. Not gonna lie. Hi, Striker, willkommen zum Stream. Du hast verpasst, wie ich fast verreckt wäre. Wie viele Bedrock-Blöcke sollen das denn, müssen das denn sein? Ja, wahrscheinlich wäre der Stream dann jetzt aus, da hast du recht. Aber ich muss mir echt überlegen, ob ich diese Stream-Belohnung, ob ich die so beibehalten will. Zumindest in der Kombination. Japanisches Minecraft hat mich schon gewundert. Ja, das ist eine andere Zuschauerbelohnung. Die aber nicht geholfen hat, weil das dazu geführt hat, dass ich einen normalen goldenen Apfel mit einem verzauberten goldenen Apfel verwechselt habe. Gut, ich hätte natürlich auch darauf achten können, dass hier keine, dass die Zahl anders war, aber in dem Zustand war ich nicht. Willst du das, was ich auf die Belohnung schieben oder was? Ich sag mal so, vermeidbar war es trotzdem, weil ich nicht genug darüber wusste, wie viele Pick-In-Brutes da rumlaufen, aber, und weil ich halt dadurch leichtsinnig geworden bin. Aber auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ich war so schon übervorsichtig rumgelaufen. Ich habe im Prinzip eigentlich nicht die ganze Zeit auf derselben Stelle rumgelaufen und habe keinen Fortschritt gemacht. Ich bin jetzt von deinem Fluch betroffen. Sein Fluch wird mich nicht ins Grab bringen. Spiel. Dankeschön. Kriegen wir es hin, dass wir zumindest zwei auf einmal wegkriegen? Na.
Ach shit, das ist Blödsinn, was ich hier mache. Das muss ich jetzt gerade erstmal von selbst korrigieren. So, jetzt. Perfektes Timing. So schön ist was anderes. Das muss man jetzt mal ganz klar dazu sagen. Reicht uns das an Lücke? Ganz ehrlich, ich habe gerade wenig Lust, noch mehr Bedrock wegzumachen. Ich weiß nicht mal, ob das die dauerhafte Stelle ist, wo ich dann den Eingang haben will. So, pass auf. So, was war hier drin gewesen? Ich weiß gerade beim besten Willen nicht mehr, was da reingehörte. Pass auf, wir müssen sowieso gerade kurz runter. Dann blockieren wir nämlich hier die Beaconstrahlen. Wisst ihr, wenn wir jetzt unbedingt wissen wollten, ob es hier einen Spawner gibt, könnten wir jetzt Freecam abusen. Machen wir aber nicht. Weil ich habe zwar den Tweakeroo Hotkey eingerichtet. Also Moment, hier, so. Oh, warte. Aber der ist dafür da, dass wir halt, wenn wir irgendwo AFK sind, dass wir da uns ein bisschen schöner umgucken können. Soll ich die Ender, ganz ehrlich, soll ich das mit den, ich weiß nicht, ob ich die Enderperlen weiter drin haben will. So, in Richtung 0-0 wollen wir.
Gute Nacht dir, Austria. Danke fürs dabei sein. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht sus. Also ich muss sagen, ich finde die Leiteranimation ein bisschen weird, weil er ist mit dem Körper so weit weg von der Leiter. Wieso ist er mit dem Körper so weit weg von der Leiter? Ich habe das Gefühl, es wird mein Tod sein, aber ich will wissen, ob die Reise umsonst war. Ich will wissen, ob wir gefunden haben, was wir gesucht haben. Nicht dein Tod sein. Du hast noch viele Streams in dieser Welt. Nein, glaube ich nicht. Also nicht, wenn es so weitergeht. Also ich, wie gesagt, das mit diesen Zuschauerbelohnungen, ich weiß nicht, ob das nicht auch einfach Leichtsinn auf meiner Seite war. Keine Ahnung, also ich habe immer das Gefühl, wenn man anfängt, sich Spiel selber schwerer zu machen, dann ist das, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht doch ein Zeichen dafür, dass man sich zu sicher fühlt. Frage ist, ich weiß auch nicht, ob die Brutes, sind die mir nachgesprungen in die Lava und da verreckt? Weil ich glaube, Mobs versuchen ja normalerweise zu schwimmen, wenn sie in Lava kommen. Das heißt, sie konnten mir eigentlich nicht, wenn das Lava-Becken tief genug war, konnten sie mir nicht folgen. Aber wenn sie trotzdem reingesprungen sind, dann sind sie natürlich verbrannt. Kleiner Fehler, das war ein Riesenfehler. Ein kleiner Fehler war der Brute, der uns vorhin 5,5 Herzen abgezogen hat bei, oder 4,5, als wir zu langsam weggeflogen sind. Das Ding ist, wir haben hier leider echt keinen Eintrittspunkt, keinen guten. Also außer ich fange jetzt hier an, irgendwie mich reinzugraben, was ich eigentlich nicht gerne mache. Okay, wir haben den Helm noch auf. Ja, hoffentlich von der Lava. Ja, aber auch wenn sie jemanden verfolgen. Wir müssen diese Lava da loswerden. Die blockiert uns den Weg, wenn wir fliehen müssen.
Da oben ist nichts. Ja, da, ich habe da unten Magma-Slimes gesehen. Das ist wahr, aber ich habe keinen Spawner gesehen vorhin. Es ist ziemlich ruhig hier. Zu ruhig. Den Spawner siehst du, wenn du unten stehst. Ja, super, das bringt mir aber nichts. Und ich weiß nicht, wie ich mich hier nach unten durchkämpfen soll, ohne dass ich mich in Gefahr bringe. Das sind alles normale Piglins. Die haben alle keine Axt. Willst du zu mir? Ich trage einen goldenen Helm. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Elytra. Nein, das werde ich sowas von nicht riskieren hier. Hydrieren, ja, das ist eine gute Idee. Ich sehe aber keine Brutes mehr hier. Also nicht, dass die mir doch alle ins Verderben gefolgt sind, weil es müssen ja, ich meine, es waren mindestens zwei Brutes, die mich angegriffen haben. Weil einer hat mich runtergeschubst und dann kam mir noch einer entgegen. Und ich habe ja da, bin erstmal stehen geblieben, habe den goldenen Apfel gegessen, weil ich gehofft habe auf die Absorption. Und dann habe ich ja gesagt, okay, die Lava ist meine einzige Chance. Okay, die sind aggro auf die, da ist noch ein Brute. Komm raus. Da ist ein Magma Cube. Komm raus. Ich sehe dich. Steve hat einfach so einen krassen Oberarm, dass er den Bogen gespannt halten kann über Stunden, wenn er muss. Da ist noch ein Brute. Sag mal, kannst du jetzt... Ich habe halt so ein bisschen die Angst, dass wenn ich jetzt die Trigger, dass die mir dann von überall von oben reinkommen.
So richtig übersichtlich ist die Gegend hier ja nicht. Sag mal, wieso kommen die jetzt nicht aus ihrer Deckung raus? Also mit der... Da ist definitiv ein Spawner, weil da sind so viele Magma-Slimes gerade, die spawnen. Nee, so... Soviel ich weiß, spawnen sie nicht natürlich auf Lava. Die wollen ja freundlich den Spawner überlassen, ja, glaube ich. Oder sie umstellen mich gerade und ich merk's nicht. Du hältst keine Axt, oder? Jetzt ein Schwert. Jetzt durch die KI wäre so schlau. Ich weiß ja, die Viecher kennen die Bastion. Die wissen, ob wenn sie einen Weg zu mir haben. Ich weiß nicht, ob wenn sie einen Weg zu mir haben. Okay, der scheint aber keinen Weg zu mir zu haben. Komm schon. Ich sehe deine Axt. Ha! Der war zu weit weg. Ja, ich weiß, dass der zu weit weg ist. Der denkt, der wird von einem brennenden Pfeil getroffen, denkt sich so, das ist in Ordnung. Passt schon. Bleib doch mal stehen. So, es waren zwei Broods, die vorher nicht accounted for waren. Aber welche haben wir denn noch? Wo haben wir denn noch welche? So, das ist toll, weil das ist ein Weg, den kann ich gehen wegen dem Jump Boost, aber den können meine Gegner hier nicht gehen. Das ist fein, Meme. Ja, eben, also. Für 100.000 spielst du den Stream mit einem halben Herz, vergiss es. Es gibt einen Streamer, der das macht und der macht das gut. Vor allem denke ich mir halt, irgendwas am Anfang, den stelle ich mir halt schwer vor. Wenn du Totems hast, wird es zwar nicht unbedingt einfach, weil du auf viele Sachen achten musst, über die du sonst nicht nachdenkst, aber wenn du Totems hast, wird es halt machbar. Aber vorher, 100.000 in Echtgeld, darüber können wir reden. Aber finde mal jemanden, der das zahlt. Jetzt sind wir wieder hier. Also gemessen an der schieren Menge an Magma-Slimes, die sich da befinden, würde ich behaupten, da unten ist ein Spawner. Ich gehe da mal eben kurz im Lotto gewinnen. Ja, das. Da unten ist auch eine Menge Gold. Was will ich mit dem Gold? Ja,
Wenn man noch die Notch Apple craften könnte, dann ja, aber so ist Gold halt absolut worthless. Und wenn ich brauche, habe ich die Farm. So, ich will nur wissen, ob da unten der Spawner ist. Ich will es mit Sicherheit wissen, bevor ich mir hier irgendwie Mühe mache. Wobei ich noch nicht weiß, wie ich dieses Gebiet erobern soll. Ich meine, mit einer Neverride-Rüstung würde ich ja auch anders jetzt rangehen. Und mit natürlicher Gesundheitsregeneration. Warte. Ich mache es so, weil dann kann er mir nicht folgen. Ich habe noch keine einzige Treasure Chest gesehen. Die sind alle da unten, oder? Ja, pass auf. So, du merkst das ja nicht, wenn ich dich hier ganz unauffällig zur Lava... Okay, dann halt nicht. So, den Weg kann ich wieder hochgehen, aber die nicht. Wenn ich flexen will, muss ich Diamanten farmen. Gut, ich denke mal, die anderen Kisten werden wahrscheinlich noch in dem Teil der Bastion, der außerhalb ist, ne? Dass du von hier aus einfach nicht sehen kannst, ob da der scheiß Spawner ist. Hey, du. Ja, genau du. Willst du nicht ein Bad in geschmolzenem Gestein nehmen? Guck mal. Da unten. Schau mal. Okay, schade. Aber erzählt es ist nicht meine Schuld offiziell. Atem geschmolzenem Gold. Wo war denn das nochmal? Dass jemand im geschmolzenen Gold irgendwie ertränkt wurde. Das war doch mal in irgendeinem Film oder so. Ich meine, in Forgotten City war es kein Bad, aber ja, Gold. Aber ich meine mich auch, irgendwas denke ich gerade, wo irgendwie jemand in geschmolzenem Gold irgendwie ertränkt wurde. Oder denke ich gerade an was Ähnliches? Meine geschmolzener Stahl, das war Terminator? Trinken werde ich mir nicht sorgen. Ja, du weißt, was ich meine. Das war, glaube ich, in dem Fall eine Hinrichtungsmethode, aber ich weiß nicht. Ich komme gerade nicht drauf, wo ich das schon mal her hatte. Ich mag es auch ehrlich gesagt nicht so gerne, dass ich die Struktur der Bastion so verändere. Ich hätte sie gerne möglichst originalgetreu belassen. Hier ist kein Brute dabei, oder? Nein. Du! Haha, du kommst da nicht weg! Boah, am liebsten würde ich den einfach da stehen lassen. Okay, da ist ein Spawner. Das sind wahrscheinlich zwei, oder? Oder ist es nur einer? Ich sehe nur einen. Ein Pfeil ist in der Lava. Ja, ein Pfeil. Und alle Picklins hier werden aggro auf mich. Ey, das ist aber fies. Das ist nicht symmetrisch, was die hier gemacht haben. Du kannst doch nicht so eine symmetrische Konstruktion machen
und dann auf einer Seite einen Spawner platzieren und dann auf der anderen nicht. Okay. Du bist da, aber du kannst nicht zu mir. Wow. Okay, ich hätte vielleicht im Auge behalten sollen. Wer alles zu mir kommen kann. Wieso bist du jetzt aggro? Du bist ein Zombie-Fight-Piglin. Wieso sind... Seit wann werden Zombie-Fight-Piglins aggro, wenn man die Brutes angreift? Oder generell die Lebenden angreift? Vielleicht waren es ursprünglich mal zwei Spawner. Ja, was soll denn mit dem zweiten passiert sein? Alter, ich bringe mich mir gerade auch wieder in Lebensgefahr, weil wenn der mich runterstößt, bin ich alleine mit dem Brute. Also ein Spawner ist hier. Das war nicht der Brute. So, da mache ich zu. Doch, der Brute ist tot, oder? Es ist ein Spawner. Schade. Aber okay. Okay, wir müssen aufpassen, was sich hinter den Sachen verbirgt, wenn wir hier die Wände aufreißen. So, wir wissen was. Wir haben das Wissen, was wir wollten. Also, die Bastion hier ist geeignet für das, was wir vorhaben. Die Frage ist, wie erobern wir sie? Also das können wir, mit den Belohnungen, die ich hier gemacht habe, nicht durchziehen. Ich meine, die Brutes spawnen ja zum Glück nicht nach. Und die Brutes sind die einzigen, die von sich aus aggressiv auf uns sind. Und halt die Hoglins. Die halt auch nicht zu unterschätzen sind, weil die gut Damage machen. Neue Belohnung von 30k eine Minute auf der Stelle AFK gehen. Nein! Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, welche Lehren ich aus der heutigen Nahtoderfahrung ziehen werde. Aber es wird nicht sein, dass ich die Welt auf noch dümmere Weisen riskiere. Das Ding ist, wir brauchen halt die Froglights möglichst bald für die Pläne, die ich habe. Du wirst daraus die Lehre ziehen, dass solche Momente mehr Klicks machen, damit dadurch mehr Zuschauer bekommen. Nein. Das interessiert nicht. Imagine, wärst du gerade gegen den Bedrock geflogen. Ja, aber Elytra Impact macht, wenn du nicht gegen den Boden fliegst, macht es, glaube ich, maximal 4 Herzen. Möchtest du uns dies einmal präsentieren? Nein!
Okay, ja, hier das ominöse Banner ist natürlich ein Originaltext, deswegen ist das angepasst. So, ich muss gestehen, das war jetzt emotional doch sehr aufreibend, deswegen würde ich jetzt auch nichts mehr groß anfangen wollen. Ich verabschiede mich für heute Nacht. Ich danke fürs Dabeisein. Muss mir ein paar Dinge durch den Kopf gehen lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.